urkundlich erwähnt, begeht also ein Jubiläum. Sie können jetzt mal ein bisschen rechnen, meine Damen und Herren. Wir wollen im folgenden Film mal die Vergangenheit der Stadt aufzeichnen, bevor wir dann später noch in die Zukunft einsteigen. Georg Mischow, 700 Jahre Neunkirchen. Die letzten 7 Jahre, so sagen die Neunkircher Geburtstagskinder, waren die hektischsten in unserer über 700-jährigen Geschichte. Der frühere Titel Stadt des Eisens und der Kohle ist unwiderruflich dahin. Schon in den 60er Jahren wurden die 3 Neunkircher Gruben stillgelegt. 1982 werden auch die Hochöfen des Eisenwerkes ausgehen. Übrig bleiben soll nur ein Walzwerk mit 1000 bis 1500 Beschäftigten. In den vergangenen 4 Jahrhunderten aber hat sich gezeigt, dass die siedlungsbildende Kraft hier allein von dem Eisenwerk ausging. Noch immer verhielten sich die Einwohnerzahlen proportional zu den Beschäftigungsziffern der Hütte. Soll die blühende Stadt sterben? Neunkirchen will leben, sagten die Einheimischen schon vor 5 Jahren. Die ältesten Zeugnisse menschlichen Lebens im Raum Neunkirchen stammen aus der jüngeren Steinzeit, etwa 5000 bis 2000 vor Christus. Der heutige Stadtbereich war ein dichtes Waldgebiet, die Bewohner waren Jäger und Sammler. Ihre Werkzeuge waren schon geschliffen, hier Funde aus Neunkirchen Kohlhof. In der Eisenzeit etwa 1200 vor Christus lebten Kelten, auch Gallier genannt, an der Blies. Als Bauernvolk siedelten sie in Einzelgehöften. Ihre Werkzeuge, Haken, Zirkel und Fleischgabel deuten wie die Kuhglocke auf einen hohen Wissensstand. Für ein Leben nach dem Tode gaben sie Hausrat und Waffen in die Gräber. Funde aus dem keltischen Friedhof im heutigen Langewann. Im letzten Jahrhundert vor Christus kamen die Römer ins Land, mit ihnen feinsinnige Kultur und Ästhetik. In dem weit verzweigten Weltreich trat kein Wechsel in der Bevölkerung ein. Besetzer und Besetzte trieben hier Handel miteinander und lernten voneinander. Die Reste eines römischen Schmelzofens aus dem Landertal lassen die 2000-jährige Tradition der Eisenverhüttung erkennen. In der Zeit der Völkerwanderung wurden die Behausungen aufgegeben. Der Wald überwucherte die gerodeten Flächen. Erst um das Jahr 1000 kamen Jungbauern aus einer nahegelegenen Siedlung wieder hierher. Ihre Heimatstätte ist nach der Eigenkirche des frommen Franken wie Bilo benannt, Wibelskirchen. Die neue Siedlung erhielt sehr bald auch eine kleine Kirche. Die Bewohner nannten ihr Dorf bei der Neuen Kirche. Neunkirchen wurde eine Waldrodungssiedlung, wie man das heute noch an Sulzbach sehen kann. Das neue Dorf übrigens gehörte zum Herrschaftsgebiet der Grafen von Saarbrücken. Mit der Unterstützung ihres Grundherren schufen die Neunkircher schon sehr bald eine Ansiedlung, die wirtschaftliches und damit politisches Gewicht erhielt. In einem Tauschvertrag von 1281 trat Graf Simon von Saarbrücken die Siedlung Neunkirchen an die Ritter von Tedingen ab. Er erhielt dafür das Neugut im Bereich von St. Johann und St. Arnual und vor allem das begehrte Geleitrecht an der Königsstraße. Aber der schlaue Graf Simon schloss 3 Neunkircher Familien aus dem Tausch aus. Vor allem Henze der Schmied blieb mit 2 weiteren tüchtigen Handwerkern in Saarbrücker Herrschaft. Damit behielt der Graf Einfluss auf die Eisengewinnung und Bearbeitung. Die Gruben der Umgebung waren ohnehin in dem Vertrag nicht einbegriffen. Dann kamen Juden nach Neunkirchen. Sie verkauften Land auf, Land ab, was hier erzeugt wurde. Durch 3 Jahrhunderte waren 3/4 der Neunkircher dem Kloster Wattgassen zugehörig. Durch geschickte Bevölkerungspolitik gelang es den Saarbrücker Grafen aber, den Einfluss der Mönche zu verdrängen. Fürst Wilhelm Heinrich verstaatlichte Gruben und Hütten. Neunkirchen erhielt zum zweiten Mal ein prächtiges Schloss, von dem im Jahre 1770 Goethe schrieb: Ich saß vor den großen Glastüren auf den Stufen, die um die ganze Terrasse hergehen. Hier saß ich an der verlassenen Stelle lange mit mir selbst allein und glaubte, niemals eine solche Einsamkeit empfunden zu haben. In der Französischen Revolution fiel aller herrschaftliche Besitz, auch in Neunkirchen, an das Volk Frankreichs.
Eine neue Zeit kündigte sich an, als überragende Persönlichkeiten, die Gebrüder Stumm, das Eisenwerk erwarben. Sie hatten im Hochwald bereits gut florierende Hütten und daher Erfahrung. Sie waren ihrer Zeit weit voraus, als sie in den Gründerjahren des vergangenen Jahrhunderts als erste zunächst die Dampfmaschine und dann die Verhüttung mit Koks einführten. Auch die komplizierte Entkohlung des Roheisens, die Voraussetzungen zur Stahlerzeugung, überwanden sie mit Hilfe des ersten Puddelwerkes und der ersten Walzstraße im Saarland. In 55 Jahren stieg die Zahl der Hüttenmänner von 46 auf 1200. Damit entstand in Neunkirchen aber auch ein blühendes Bürgertum. 1871 erwarb die Familie von Stumm große Erzfelder in Lothringen. Mit dem Bau der Eisenbahnen in Preußen gelangte die Hütte zu immer größerer Bedeutung. Als Karl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg 1901 starb, hatte das Neunkircher Eisenwerk 5000 Beschäftigte. 65 Jahre später fanden über 9000 Menschen hier Arbeit und Brot. Und jetzt? 1978 schon sagte der Oberbürgermeister dieser Stadt, wäre dies hier nicht unser Leben, könnte man sagen, wir stehen vor einem interessanten gesellschaftlichen Experiment. Noch deutlicher kann man die Zukunftssorgen in der Hüttenstadt wohl nicht beschreiben. Ja, und hier bei uns im Studio Oberbürgermeister Peter Neuber. Herr Neuber, ich finde, Experiment ist etwas vorsichtig ausgedrückt, denn die Lage ist doch ziemlich kritisch geworden für Ihre Stadt. Und Sie sind eigentlich für die Zukunft nicht zu beneiden, Oberbürgermeister dieser Stadt zu sein. Ich bin es immer noch gern. Unsere Stadt, ich habe auch nicht gesagt, dass es ein Experiment ist, sondern wäre es nicht unser Leben, könnte man sagen, es sei ein interessantes Experiment. Die Zukunft hat, wie gesagt, begonnen. Die Vergangenheit reicht in sie hinein, wie dieser Film eben gezeigt hat. Wir erreichen die Endphase der Streckung des sogenannten Arbeitkonzepts in Neunkirchen. Das heißt bei uns die Öffnung der Arbeitsplatzlücke. Das ist unser Hauptproblem und die Anpassung der Stadt an veränderte Gegebenheiten. Das Problem ist erkannt, aber noch hat man ja keine Lösung, mit der man dieses Problem endgültig beseitigen kann. Ich bin ein Gegner von Utopien, die versprechen, was sie nie halten können, aber doch in der Nähe von Utopisten, weil ihr Elan manchmal hilft, das Mögliche möglich zu machen. Wir haben kein Patentrezept, wir können es als Kommune auch allein nicht anbieten, aber wir versuchen, unsere Stadt durch Planung mit anderen darauf einzurichten, dass wir, was zu steuern ist, steuern können. Ganz konkret, in der Vergangenheit wurde ja von dem geplanten Projekt der Kohlehydrierung gesprochen. Es waren verschiedene Standorte im Gespräch, unter anderem auch die Stadt Neunkirchen. Ist das ein zukunftsvoller Weg für Ihre Stadt oder gibt es da auch eine gewisse Skepsis, ob so etwas überhaupt gemacht werden kann? Es gibt eine realistische Skepsis. Wir untersuchen zurzeit sowohl als Stadt durch einen beauftragten Gutachter die Qualität des Standorts, nämlich der aufzulassenden Flächen des Neunkircher Eisenwerks. Und die Saarbergwerke AG untersuchen dieses ihrerseits. Man muss abwarten, welches Ergebnis diese Untersuchungen haben. Unabhängig davon muss man die wirtschaftlichen Randbedingungen beachten, die für Kohleveredelung in der Form der Kohleverflüssigung gelten. Da gibt es Fachleute, die sagen, dass ein solches Projekt anwendungsreif vor der Mitte der 90er Jahre nicht sein könne. Sollten sie recht haben und der Standort Neunkirchen gleichwohl in Betracht kommen, wäre für uns die Lücke von 82 bis etwa 1990, die sich dann auftut. Ja, das wäre aber noch eine Zukunftsvision, das muss man abwarten. Richtig. Auf der anderen Seite gibt es ja viele qualifizierte Arbeitskräfte in Neunkirchen. Es geht vielleicht dann darum, interessierte Betriebe in dieses Gebiet zu bekommen. Und da ergibt sich sicher auch die Frage für den Oberbürgermeister einer Stadt, was er dazu tun kann. Wir strengen uns als Rat und Verwaltung und auch als Bürgerschaft, glaube ich, an. Nur muss man sagen, dass wir uns natürlich in Konkurrenz befinden mit anderen. Sie können nicht auf einen Knopf drücken und dann haben Sie einen Betrieb. Uns sind einige Ansiedlungen und auch einige wesentliche Betriebserweiterungen. Man darf das nicht vergessen, den Bestand der Betriebe bis hin zu kleinen Betrieben und Handwerkern, die wir haben. Das ist das, wovon wir leben. Aber dieses alles reicht bisher nicht aus, um die Arbeitsplatzlücke zu füllen. Wir versuchen, eine Angebotsstrategie zu machen, indem wir
Gelände aufbereiten und anbieten und uns anstrengen mit unserem Dienstleistungsangebot, zunächst mal im Rathaus, aber auch von den Bürgern her. Wir werden insgesamt alle erstens den Gürtel enger schnallen und zweitens uns noch mehr anstrengen müssen. Noch ganz kurz zu dem 700-jährigen Jubiläum der Stadt Neunkirchen. Wird denn trotz der etwas schwierigen Situation kräftig gefeiert? Wissen Sie, eine Gemeinschaft kann, glaube ich, auf Dauer ohne Feiern nicht bestehen, indem sie sich wenigstens für Augenblicke ihrer selbst in ganz anderer Weise bewusst wird und sich dessen freut. Und unser Stadtfest 1981 stand im Zeichen dieser 700 Jahre in Neunkirchen, ist gefeiert worden und es wird trotz aller Probleme auch künftig, hoffe ich, gefeiert werden. Ja, dann darf ich mich recht herzlich bedanken für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Ja. Wünsche Ihnen und der Stadt Neunkirchen alles Gute. Vielen Dank. Und damit kommen wir, meine Damen und Herren, zum Sport, genauer gesagt zum Fußball. In den vergangenen Wochen haben wir die Mannschaften der Fußball-Amateur-Oberliga Südwest, die saarländischen Mannschaften, vorgestellt, damit die Experten schon mal Wetten abschließen können für die kommende Saison. Man erkennt ja auch schon, wo die Spielereinkäufe getätigt sind, wie sich die Mannschaften verstärkt haben und so weiter. Wir wollen diese Serie jetzt ein bisschen fortsetzen und Sie sehen heute ein Porträt des FC Ensdorf. Am Fuße der Ensdorfer Alpen liegt das schöne und traditionsreiche Glückaufstadion des FC 1912. Ein Fußballclub, dem der Ruf von Teamarbeit, Kameradschaft und Disziplin vorauseilt. Mit die Hauptlast im Verein trägt der Trainer Manfred Klein. Also, fang, versuchen wir direkt. Spiel und geh. Und prallen lassen. Theo direkt. Sauber. Ein ausgeklügeltes und abgerundetes Trainingsprogramm soll seine Schützlinge bis zum Saisonstart auf Vordermann bringen. Das wohl schwierigste Spieljahr in der Amateuroberliga sieht Manfred Klein so. Ja, es ist also ganz eindeutig durch die Zweitliga-Absteiger, dass die Klasse nächstes Jahr enorm stark wird. Zudem dann die 21 Mannschaften, das also sehr harte Saison mit 40 Spielen wird. Und wir werden uns entsprechend vorbereiten, wie sehr wahrscheinlich alle Vereine in der Oberliga. Wir haben den Vorteil, dass wir dieses Jahr nur einen Stammspieler verloren haben mit dem Mattis und haben einen relativ starken Mann mit dem Willem Arno dazu gewonnen. Zudem zwei gute A-Jugendspieler und den Arman von Bomari, ein sehr ausbaufähiger Typ. Und wenn der Tierkünder zur Saisonbeginn fit wird, was wir alle hoffen, ist die Mannschaft meiner Ansicht nach stärker wie voriges Jahr. Und wir erhoffen uns doch einen Platz so um den 14. Tabellenplatz. Ja, und das sind Sie, die Neuen. Mein Name ist Arno Wilhelm, ich bin 26 Jahre alt, bin vom FC St. Wendel nach Ensdorf gewechselt. Erwartungen, die ich mir hier in Ensdorf gesetzt habe, sind, dass wir zunächst also einmal nicht absteigen, aber ich glaube doch, dass wir zwischen dem 8. und dem 12. Platz uns platzieren können. Mein Name ist Hans-Joachim Ammann, ich komme aus der Louis Bomari, wo ich auch Fußball gespielt habe und habe nach Ensdorf gewechselt, um mich spielerisch zu verbessern. Die Frage, inwieweit sich Hans-Joachim Ammann zum Beispiel auch finanziell verbessern kann, beantwortete Werner Weiß, einer der Leistungsträger des FC. Ja, eine gewisse Anerkennung und halt, was soll ich Ihnen da sagen? Ich meine, wir werden halt eine kleine Aufwandsentschädigung enthalten. 400-500 Mark. 300-400 Mark halt, 500 Mark. Ja. Pro Woche. Pro Woche, ich bitte. Das ist halt ein bisschen übertrieben. Ja, und die Fans meinten... Ja, ich glaube, mit dem Spielerpotenzial, das den Ensdorfer zurzeit zur Verfügung steht, ist schon mit einem Platz unter den ersten 10 Mannschaften zu rechnen. Also ich glaube, unter den ersten 10, aufgrund einer guten Jugendarbeit, die wir bis jetzt hatten und dem Material, das noch geblieben ist und neue Zugänge, sind wir so stark, dass ich unter den ersten 10 schätze. Ist die alte Mannschaft von früher nur ein Abgang und die Zugänge sind auch gute Leute, ne? Mhm. Das sind ja bekannt. Was meinen Sie, Armann, mit der Meinung an? Das wird wirklich eine ganz harte Saison. Das wissen Trainer und Spieler, genauso wie der Vorstand. Aber ich glaube, auch in diesem Jahr wieder optimistisch genug zu sein, wenn ich sage, dass wir zumindest die Klasse wieder schaffen, dass wir uns die Klasse wieder sichern. Die finanzielle Situation erläuterte der erste Vorsitzende so. Ja, wie Sie wissen, haben wir einmal mit... Nee, ist die Waffe. Einen Sympathie-Werbevertrag, Sie wissen, bedingt durch die Geldfrage hier in Ensdorf. Dann haben wir im Kreisliga B-Bereich unseren Forzen, ich darf das ruhig hier sagen,
denen können wir sehr viel verdanken. Wir haben sehr viele Nymphenfische, meine fast alle unsere Dölsfische gewotzen, unterstützen uns, indem sie uns Inseratsaufträge geben für unsere Stadionzeitung. Wir haben die Bandenwerbung, wie Sie hier sehen, schon sehr weit vorangetrieben. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass bei aller Kalkulation der weiteren Ausgaben, der zusätzlichen, dass unser Etat ausgeglichen sein wird. Tja, die Fans sind ja optimistisch und die kleinen Vereine haben es sicher nicht einfach in der kommenden Saison. Die Großen haben vielleicht auch die besseren Vorbereitungsmöglichkeiten. Es gibt da jetzt ganz aktuell so einige Spiele, zum Beispiel heute Abend der FC Saarbrücken gegen den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. Und da an solchen Gegnern, da kann man ja doch sich aufrichten und auch eine ganze Menge lernen. Im Moment ganz aktueller Stand, wir haben ihm gerade mal telefoniert, es steht im Ludwigspark 1:0 für den FC Kaiserslautern. Ja, und im Moment keine Sendung, ohne etwas über das Wetter zu sagen. Sie haben ja gesehen, der Wetterbericht sieht nicht so übermäßig gut aus. Da braut sich wieder was im Westen zusammen. Das dürfte also nach den offiziellen Aussagen irgendwann auch hier bei uns ankommen. Aber im Moment ist ja schönes Wetter draußen und wir tun unser Bestes, dass es so bleibt. Hoffentlich klappt es. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.